Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA. Mit den folgenden Chaoten: Reaper, Galfiger, Cyberball, Brot. Hallo Han. Da, Brot. Grüner Shikamar. Moin. Ingalt. Moin, moin. Mopsi. Moin. Ranjit. Hi. Ranjit? Alter. Oh, und nach 20 Folgen Rennen machen wir jetzt einen Fallschirmsprung. Ja! Nur das ganze Geld anzahlen. Ach, hast du den Pullen angelegt? Nee, ich war eigentlich gerade, wollte ich mein Geld abgeben und dann waren da zufällig ein paar Menschen. Und da waren Corpeli. Ist die Anleitung schon raus oder nicht? Ja, gerade rausgegangen. Ich habe sogar das Pullenauto anvisiert, aber du bist dazwischen gewesen. Ich habe keine, muss ich sagen. Ich habe eine bekommen. Ach jetzt? Warner. Oh, Alter, ich bin einer der wenigen Ersten, glaube ich, die diesmal als Erstes joinen. Was ist denn los? Was? Du musst die Hände jetzt bei mir. Oh, doch nicht, okay. Ja, du bist raus. Kannst mich noch einladen? Ja, bin dabei. Willst du nicht Waffen einschalten? Es ist doch nur Fallschirmspringen. Wir können auch mal was ohne Waffen machen, ohne Abschießen. Nee, mit Abschießen ist noch lustiger. Ja, aber ich will ganz normal Fallschirmspringen. Ich will einen Vogel machen. Kannst du dann, wenn du abgeschossen bist, fällst du. Ich bin ein Tontaube, ja! Was bist du für eine Vogel? Ich bin eine Tontaube, warum bin ich abgeknallt? Oh, da steht sogar Details, wie ein Vogel. Ja, es war, glaube ich, das höchste, 7870 Fuß. Ein höheres habe ich noch auf die Schnelle nicht gefunden. Fliegen wir da von Rainwood los? Nein, von Hubschraubern springen wir runter. Und du musst diese Kreise finden, treffen. Das ist nicht okay. Und, Das Ziel kommt. Und musst dann landen irgendwann. Bröd. Was? Und es ist nicht das Ziel, als Erstes unten anzukommen, sondern so viele Punkte wie möglich zu schaffen. Okay. Ja. Und wenn du, ich glaube, es ist so, wenn du stirbst, kommst du nicht mehr weiter. Dann bist du raus. Richtig. Das ist schon behindert jetzt. Also ohne Waffen, wa? Waffen sind an. Nein. Alle mal auf die Tontaube schießen. Knallt die Tontaube ab. Knallt die Tontaube ab. Hat die Tontaube nicht schon genug mit sich selbst zu tun? Stimmt eigentlich. Ja. Was, du bist schon gestraft genug. Ja, ich muss ja irgendwie auch mal ein bisschen eine Chance haben, ja? Ui, und da springen sie schon alle! Was ist kaputt? Was? Wieso Ego-Perspektive? Lass es! Willst du nicht gerne eine Ego-Perspektive? Nein. Mensch, die haben sich so viel Mühe gegeben, das endlich einzubauen. Echt? Ja, schön für die. Das respektierst du noch nicht mal. Nein, tue ich nicht. Aber man kann hier nur in Ego spielen, ne? Nein. Mit V kommst du wieder raus. Nee, ich nicht. Also jetzt hör auf da hinten! Nein, ich hab die scheiß Ball verpalst. Jetzt hör auf! Da vorne kann man einen Fehler machen. Bei mir leckt Ingalt, sie genug mal schon, ich brauch dich noch mehr leckst, danke! Nein, Fehler. Ich krieg sie nicht! Nein, möchte ich doch nicht! Mach mal einen Fehler! Irgendeinen! Ja, wie diesen Fehler da, oh, der ist gut, dieser Fehler! Och Mann! Oh Mann, ich krieg's nicht hin! Ich hab einmal nicht die Mitte getroffen. Wow, ich hab fünfmal nicht getroffen! Ja. Jetzt seh ich gar nichts mehr, ich hab keine Kontrolle mehr! Du bist ja auch außer Konkurrenz! Ich habe keine Kontrollfelder mehr. Wie keine Kontrollfelder mehr? Ja, es sind keine blauen Sachen mehr da. Doch da, okay. Blaue Sonne? Ich glaube, er ist blau. Oh, so ja, denke ich mir auch gerade. Ingalt, mach mal einen weiteren Fehler. Du hast immer noch zu viele Punkte.
Ah, okay, schießen ist schlecht. Nee, ich werde gefährlich für dich. Ich hab schon ganze 40. Oh Gott! Die Punkte sind ja nicht das Problem. Du musst noch landen und musst vor allen Dingen das Ziel treffen. Das ist das Problem. Okay. Ein Glück, dass ich nicht auf mich gewettet habe. Wie hast du denn gewettet? Leider auf den Falschen mal wieder. Konnte gar nicht wetten. Kein Geld dabei gehabt? Nö, es wurde mir nicht angezeigt, aber ja, wahrscheinlich. Alter. Alter? Alter? Och, Alter. Geht schon wieder los. Gesetzklasse, 5 Minuspunkte. Gibt es eigentlich einen, der weniger als ich habe an Punkten? Wie viel hast du? Wie viel hast du? Ach, verdammt daneben. Ich hab 210. Nein! Hab ich mehr. Nein! Ich bin an dieser scheiß Achterbahn hängen geblieben! sieht man die Punktzahl nach dieser Runde? Ja. Das steht doch unten rechts. Nein, ich schaff's nicht ins Ziel, oder? Oh, oh. Das wird eng! Einmal zu tief. Jetzt hab ich 0. Oh, jetzt hab ich den nicht mehr bekommen. Oh, Achterbahn, Ziel! Ja, wow, er ist denn da genau in der Mitte! Ich bin genau daneben gefallen! Nie beendet, 0 Punkte! Oh. Ja! Bitte! Oh, ärgerlich, Alter! Yes. Ja, dann bin ich doch Erster und krieg 6000 mit Punkten! Und ich krieg nur 100 scheiß RP und Level 40 hab ich auch noch! Ist das doch? Ist das doch? Oh. Nie beendet! Nur zwei haben es geschafft! Was, nur zwei? Gut, ihr wollt auch nicht wissen, wie viele Punkte ich da hatte. Wie hattest du denn bitte? Wollt ihr noch einen? Ich? Ja, sag ich. Ja, das wählt einen aus. Oh ja, Strömung, das ist geil. Wer immer frei modisch gegangen ist, kommt mal hoch zum nächsten Fallschirmsprung. Danke. Ich konnte nicht. Ja, wir können ja noch einen laden. Jetzt stehe ich ganz allein am Strand. Opfer. Die Tontaube wurde abgeschossen. Nein. Alter, aber so richtig perfekt in der Mitte. Wir waren eigentlich Erster, als ich. Wo ich reinkam. Nee, ich war vorne. Snay, ja. Achso, ich war vorne. Ja. Wie viele Punkte hattest denn du? 255 oder so. 255 und 275 hatte es selber. Ich weiß. Da war ich mit meinen 50 Punkten gar nicht so weit entfernt. Einfach mal. Das sag ich so. Wenn ich an diesem. Ja nicht so viel Spaß macht, will ich es gar nicht spielen. Wenn ich an dieser scheiß Achterbahn hängen geblieben wäre, ey. Bist du verreckt? Ja! Die scheiß Achterbahn, ich bin mit den Füßen an der scheiß Achterbahn kleben geblieben. Wenn ich nicht in der Third Person wäre, okay, dann vielleicht. So, ich hoffe, ich werde jetzt auf den richtigen. Ach, mach ich einfach zwei Wetten. Okay, Ingeald, gewinn das für mich. Ich hätte doch gar keine Sterne kriegen können, warum? Aber das ist denn schon wieder beschlagnahmt worden. Weil ich auf dich wette. Ich hab die letzte Runde schon nicht beendet, warum wettest du dann auf mich? Verdammt! Ich werde niemals auf Pferde wetten. Ja, noch ein bisschen. Rät und seine Wetten. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an das eine Spiel auf dem uralten Handy von meiner Schwester. Das war auch so Fallschirmspringen. Und es war so pixelig, ne? Aber es hat so viel Spaß gemacht. Selbes Prinzip. Daran erinnert dich GTA im Ernst. Was? Ja. Hört sich blöd an, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Die Handys, mit denen man nur SMS schreiben konnte und anrufen konnte, das waren ja noch Zeiten. Nein! Verfehlt. Da ist ja noch einer!
Den krieg ich sogar noch. Nein! Ich habe jetzt schon mehr Punkte als letzte Runde. Verdammt! Das war die Perspektive. Ist alles eine Sache der Perspektive. Ach, Snay, auch gestorben! Jetzt bin ich in der Third-Person. Mich hat's am scheiß Haus aufgehangen, ey. Der King mobbt sie mit 150 Punkten. Jetzt der fliegt jetzt gegen den Baum. Und der fliegt jetzt am Hochhaus vorbei, der King mobbt sie. Er macht eine wunderschöne Drehung nach unten. Und verfehlt das Ziel. Oh, ja, es könnte Scheiße. Auch das. Da oh, das sieht gut aus. Doch, das sieht einigermaßen gut aus. Oh, oh ja. Wie kommt denn da von hinten angeflogen? Drüber! Oh, wir hätten da Gesichtsklötze gemacht. Wer hat auf mich geschossen? Ich. Was? Nein. Ich hab auch. Ich hab, dann hab ich nicht. Kuina Shikamara. Nein! Ich bin im Ziel! Nein! Ich bin im Ziel! Ja, Oh, der Grüne! Da verfehlt er das, die Mitte. Ärgerlich, aber drauf bin ich noch. Ja. Zwei haben nie beendet, alle anderen haben es hauptsächlich geschafft. Verdammt. Ach, da fliegt noch einer! Das ist das erste Mal, dass ich ein Ziel geschafft habe. Der Nachzügler. Er fliegt ich springe immer als letztes noch rum. Besonders, ich schieße ihm auch in den scheiß Fallschirm rein und dachte, er schafft sich irgendwie. Oh, er fliegt genau durch die Mitte. Er fliegt genau durch die Mitte. Jetzt nimmt er eine schöne Punkte, Drehung. Alter, jetzt nimmt er die Drehung und er zielt. Er zielt das an und er geht tiefer. Er geht tiefer. Schafft er die Mitte? Schafft er die Mitte? Nein. Oh, das sieht knapp aus. Das sieht nicht so gut aus. Oh, der fliegt vorbei. Der fliegt vorbei. Oder macht einen Gesichtsklötzer. Oh, er hat's geschafft. Ey, ich bin Fünfter. Zweiter. Vierter. Harrit, hinter mir. Oh Gott. Wie müssen wir. Oh Mann, ey. Der war ein bisschen mies, der ist ein bisschen zu scheiße eng, das ist das Problem, weil du mal so steil runter musst. Wie viele Punkte hattest du, Mopsi? 205. Ah, okay, dann war gut. An dieser Stelle ist meine Aufnahme schon 20 vorbei. 20 hinter dir. Festplatte ist voll. Gut, hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ging ja schnell bei dir. Das geht. Er ist immer so, er lässt sich mir andere Tschüss sagen. Nein, macht er nicht mehr, nö. Doch, ich hab euch noch Tschüss sagen lassen. Hat die Folge nur 12 Minuten. Ja, die Folge hat nur 12 Minuten. Hätte ich dir auch sagen können. Vorschau für euch. Werbung für euch. Könnt ihr bei dir zu Ende gucken oder so. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Folge beenden. Ja, ich werfe ein Capture. Ja, dann lad mal eins rein. Freier Modus. Ein Hang zum Runterstürzen, aha. Der Name. Das heißt für mich, dass ich heute noch den halben Abend mit Rendern verbringen darf. Damit ich morgen TTT mit aufnehmen kann. Ach ja, und das hast du noch mitbekommen heute, Rüpe, dass ich morgen nicht dabei bin? Ja, ja. Ja, ich dachte nur, vielleicht. Mitten in der Aufnahme hat doch sowas nichts zu suchen, verdammt nochmal. Oh. Ich hab's erst zu spät gemerkt gerade. Wer ist denn jetzt hier noch der Siebte da? Keine Ahnung, egal. Ja, ist komisch. Egal. Dann lad mal ein. Jo, ich muss mal spawnen, das wäre auch sehr schön. Das kann nicht wahr sein. Doch noch aufnehmen? Wie der beschlagnahmt. Ich hab nix gemacht. Keine Bullen, nix. Ey, ich hab neue Waffenerweiterung. Und neue Fahrzeugteile. Und neue Kleidungsstücke. Knallt's schon wieder rum? Nein. Du trägst mehr als 5000 bei dir? Was? Wo ist denn das Geld her? Wo ist Raid? Ach, der ist ja gar nicht in unserer Sitzung. Aha. Alter, gibt's irgendwo auch einen guten Capture oder nicht mehr oder doch? Wähl jetzt einfach irgendeinen aus, ey. Ist doch egal. Ja.
ist ja umgefallen, der Reaper. Einfach so. Einfach so. Umgekippt. Einfach umgekippt. Hoffe lieber, dass deine Karre genügend Power unterm Arsch hat. Was? Ja, wird eingeladen. Du kriegst mich nicht, was? Ja, nimm den Bus! Ja, geil! Na los, komm rüber! Bist du noch hinter mir? Komm! Dachte ich nur, ich nehme jetzt mal einfach den, ob wir es, weil wir schon von Bussen vorhin geredet haben. Nimm den Bus, ist voll lustig! Ja, nimm ein Taxi, ist auch geil! Oder Flügelmänner! Flügelmänner finde ich persönlich am geilsten. Nimm den Bus, ist cool! Kannst du bitte nochmal ganz kurz eine Einladung checken? Ja, schlatt mal eine Ende schnell! Er wird nur noch auf Raider Mopsy. Ich hab eine Einladung. Ich hab schon eine rausgeschickt. Ich hab mal wieder keine bekommen. Ne, ist ja wieder klar. Jetzt sollte aber mal langsam eine eintrudeln. Jetzt hab ich's nochmal manuell gemacht. Jetzt hab ich's. Unglaublich. Aber jetzt verbinde ich gerade zu einer anderen Sitzung. Wenn du Freunde, die GTA 5 spielen, anklickst, dann geht zwar eine Einladung raus, aber kommt nie an. Und wenn du dann von der Freundesliste persönlich machst, kommt er an. Was für ein Blödsinn. Mach mal ein paar Einstellungen, Body. Also, oh, ich komm rein. Irgendwelche Einstellungen verändern, Cyberboard. Das sind nur noch 10 Sekunden. Jo. Ich kann aber verändern, was ich will. Oh Gott, er ist, kommt doch rein. Ja, kann doch Pech sein. So, er ist reingekommen noch. Ja, bin. Ein Glück. Oh Gott, bei mir muss der mal eigentlich mal. Bist du schon drin in der Runde oder? Bin drin. Sind alle drin. Noch, bei mir steht Tritt bei noch bei dir, also läuft. Jetzt ist er drin. Von mir auch. Gut! Nimm den Boss. Eine Gruppe ist so wieder stärker, weil wir wieder 3-4 haben. Ja. Ja, super. Ja, geil! Oh ja! Ich war sowas von auf uns! ja. Das war wohl, ne? Schicksal? Tut mir leid. Die Gruppe in Schwarz. Mehr. Schlägt jetzt mal so richtig schön. Ja, die Gruppe im Schwarz gegen die Boyband. Nein, genau. Jetzt kommt die Boyband mit dem schwulen Holzfäller. Das ist ja wohl mal eine mega fiese Zusammenstellung von den Teams. Die Lumberjacks. Echt, Alter, Alter, komm schon, slart doch endlich den Job. Ja, wieso? Oh, Alter, hey, das ist eigentlich alle gegen. Der Vorteil ist dadurch, dass wir wenigstens 3 spielen. Das ist ganz gut. Warte, gibt's Team? Also, er kann schon laufen? Hast du Schaden gekriegt? Komm rein! Ingold fährst lieber selbst auch. Ey! Ah. Ah, ich hab noch eine Pistole, okay. Dann soll ich den noch langsamer fahren. Ist das abartig. Okay, komm rein. Okay. Komm rein. Alter, scheiß Wow, was? Die Reifen schon verschossen? Alter! Ey, da schießt wer! Werdet! Ah, ich bin tot! Beide tot. Ich auch! Mopsy! Hey! Ja, wir haben's schon mal geschafft! Jetzt Respawn! Wollen wir kurz nicht sagen? Nein. Los, fahr! Ich werde sowas von sterben, Mann! Ich werde sowas von sterben! Doch so schon bevor wir da sind? Ach, nein! Ich nehme jetzt den Elektro-Prius mit mir! Ich hab mich bei Raider auf den Beifahrersitz gesetzt! Alter! Ich bin schon weg, Alter! Ich bin schon weg, Alter! Oh, da kommt einer! Oh, Junge! Namens Mopsy. Ach, Mann, meine Tasten haben gerade rumgezickt. Ja, warte, ja, Mami, Mami, warte, warte, ist klar! Ja, komm rein, komm rein! Oh, ich muss auch sagen! An deiner Stelle! Komm rein! Guck, da hinten ist Cyberbot! Ich fahr grad wirklich bald! Cyberbröt! Das Cyberbröt!
Marvin, wir hätten hier. Ach komm, leck mich. Ich weiß. Ey, ihr steckt alle bei mir. Wenn ich einsteigen, da, hier rein! Mach doch Platz da hinten. Gib Gummi in die Halt! Nein! Ja, sehr schön! Alter Snake, wie kommt denn der? Wo kommt denn der Typ, wenn du den siehst, den ich komm? Ja, musst du Augen aufmachen. Dann siehst du es. Japaner! Sind so schnell! Nein, hier bin ich kein Japaner. Hier bin ich der Gangster Xavier Nadu. Oh, fährt er mich voll mit dem Bus platt. Oh, Junge, mir hätte noch ein Hit gefehlt, dann wäre ich tot gewesen. Oha. Oha. Das muss jetzt sehr ärgerlich sein. Aua. Lass mir den Ruhe. Er schwindet. So, Leute, den ersten haben wir schon mal sicher. Sehr schön. Nice. Der zweite kommt gleich 400 Meter noch. Aber komm, check ein. Fuck. Der dritte kommt auch. Komm. Warte, ich will erstmal ganz kurz nach vorne mich hier. Reba, wo bleibst du? Ich sammle gerade ein paar Sachen ein. Komm, check ein. Holt ihr die Busse? Jo. Na, ich helfe, wir müssen hier. Ah, nein, Mann, ja, warum steht der Weg? Ah. Da fährt mich der Typ einfach. Ja, Leute, Edmus, los! Boah, kann das... Alter, warum sind die Teile denn so langsam, Mann? Da ist ja Marvin in Real Life schneller. Nicht die Teile sind langsam, du bist langsam! Da ist ja Marvin in Real Life schneller. Zu Fuß. Oh, shit. Wir müssen ja mal aufhalten. Jetzt geht's los, alle auf Raid. Ja, ja, das kann ja nicht anders, Alter, was machst du denn? Raid, du musst jetzt gut schießen können. Reba, gib Gummi! Du musst jetzt sehr gut schießen können, Alter. Okay, alles ist los. Ich kann nicht gut schießen! Headshot! Nein. Das wär's jetzt gewesen, auf die Distanz. Versuch die Busse abzufangen. Los. Auf der Busse. Mann, rein. Gut, Marvin macht's alleine. Komm, Wende. Nein! Ja. Warte, hat er noch bekommen? Ja, hat er. Scheiße. Nein! Gut, da kommt ein neuer, da kommt ein weiterer! Nein! Gott, ich krieg die Weste. Wait? Was? Da stehen ein paar an unserer Base! Ach, auch schon bemerkt! Und es geht! Yes! Ja! Abgeliefert! Nein! Das Ding wurde nicht abgeliefert! Dick! Nein! Ja. Verdammt! Nicht schießen! Nicht schießen! Ich bring die Zivilisten weg! Er legt sich in den Kopf. Oh, davon ist einer, davon ist einer. An unserer Base ist jemand. Erstmal rutschen. Komm, ich will nur den Reifen, geht doch. Nice. Ey, Bus zu zerstören ist aber eine schlechte Idee. Ich baue neu. Da ist jemand bei uns in der Base, glaube ich. Ja, Ingard ist da drin. Ach Quatsch, du schaffst das. Mist. Boah, er holt mich. Snake ihn doch! Wenn ich hier in der Nähe wäre. Okay, wie auch immer das gerade war. Ah, jetzt muss ich erst die Leiche rauswerfen, Mensch. Haha, vor der Base weggeschnappt. Wir müssen auch einen Bus einsammeln, dann haben wir es geschafft. Alles klar, die brauchen noch vier, okay. Zwei.
Ich denke mal, dass sie zwei Stück jetzt erfolgreich abgeben werden. Wir brauchen hier noch zwei. Gut, er hat mir nicht zugehört. Nein, hab ich nicht. Wo ist denn der scheiß Ding? Ach, da unten. Kommt, Leute, wir schaffen das noch. Leute, wo seid ihr? Komme! Wieso ruft die Frau Timme? Timme! Och Mensch! Das ist aber gemein. Leute, wo seid ihr? Hätte gerade einen Bus von denen. Mich aber folgen sind die! Boah, das Ding hat aber einen Wendekreis. So, ein Bus kommt bei denen schon mal nicht an. Verdammt! Versucht so schnell wie möglich einen Bus anzubringen bei uns. Ich hab einen, bin auf dem Weg. Ich hab einen von der Base von denen abgekascht, also vor der Base. 500 Meter noch. Du schaffst das! Ja, schlimm wäre ja, nicht. Vergiss es, Ding, halt. Vergiss es. Schafft er, schafft er. Hier ist keiner, um ihn aufzuhalten. Ah! Dein Gedef? Das dürfte safe sein, geht er noch. Ja, easy. Der Gleitschutz ist auch noch da. Sei mal brüt! Nein! Komm, Erik, nur noch einparken. Das kann ja, ich. Easy. Erste Runde haben wir gewonnen. Aussteigen! Oh! Jo, oh, nein. Zählt er? Oh, kommt so eine schwule Holzwelle von hinten, ey. Ah. Ja! Easy Round, die Sniper hat mir den Weg. Und nein, ich will keine schwule Holzwelle, ich hab keinen langen Bart und ich hab eine Sonnenbrille. 10.000, easy. 10.000, Alter. 2.400 RP. Ja, war ja auch nur eine Runde. Oh ja. Eine Runde ist ein bisschen lame, wenn, dann müssten es zwei Runden sein. Ja, ich dachte, ich mach nur eine, weil sonst 10 Stunden Überlänge haben wieder. Ey, er macht doch die Boyband. Wir haben auch so eine Überlänge gehabt, also was soll's. Von daher, Abmoderation. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.